Ein Kugelkopfblitzlager mit Reflektorschirmhalterung. Der sieht so aus. Hier unten haben wir einmal die Möglichkeit, dass wir über dieses Gewinde diesen Kugelkopfblitzlager auf ein Stativgewinde aufschrauben können. Zum anderen haben wir hier durch diese Einfassung die Möglichkeit, ohne Stativ zum Beispiel diese Kugelkopfblitzlagervorrichtung hier einfach auf einem Blitzschuhadapter der Kamera aufzuschieben. Das sieht dann so aus. Und hier oben ist die Einführung für ein Blitzgerät. Ganz normal für einen Blitzschuh, beziehungsweise einen Blitzschuh, wo man dann die Blitzschuhhalterung einführen kann. Hier unten befindet sich die Vorrichtung, beziehungsweise das gefräste Loch für den Metallstab für einen Reflektorschirm. Also die Reflektorschirmhalterung, die wird hier einfach reingeschoben, dann macht man die fest. Ganz einfach, dann wie gesagt die Vorrichtung auf das Stativ. Hier oben dann der Blitz rein, der Schirm wird natürlich dann aufgespannt, das ist auch klar. Kann man auf der Produktseite wunderbar sehen. Ist auch bildlich illustriert. Und das Ganze wird natürlich abgerundet hier durch die ganz normale Kugelkopfvorrichtung hier, wo man also wirklich dann auch das Ganze schwenken kann, hier richtig auch 90 Grad zur Seite oder nach oben, stufenlos einstellbar. Einfach dann halt eben nur, wenn man die Position gefunden hat, die man benutzen möchte, einfach dann hier festschrauben. Das war's dann schon. Das ist also ziemlich geniale Konstruktion. Einmal halt eben, wie gesagt, für den Blitzschuh, dann der Kugelkopf. Und was das Ganze halt eben sehr schön abrundet, ist, wenn der Blitz hier oben schon mal drauf ist, dass man hier also einfach einen Reflektorschirm reinschieben kann, beziehungsweise die Halterung. Mehr braucht kein Mensch.